Suppe. Habe ich irgendwas verpasst? Fischkochschätzchen. Ach, Blödsinn, genau, die ist von dir das Haus runtergeworfen worden. Wir werden uns bestimmt noch sprechen. Verdammt, Skulls! Ja, was ja eine Riesenüberraschung ist, kam man ja bisher ganz selten vor. Kann man das eigentlich? Schade. Deckung, beziehungsweise mal ein bisschen Freiraum schaffen hier. Ich brauche meine Freiheit. Also irgendwie komme ich mit der Waffe auf jeden Fall am besten klar. Das... ich hab nichts gesagt. Ich sollte auf meine Ausdrucksweise achten. Ich habe das Gebiet erfasst und einen provisorischen Zugang in den Untergrund gefunden. Toll! Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Die Würfel sind gefallen. Komm, der Aufzug führt nach unten in die Werkstatt. Großartig. Oh. Das. Oh ja, ist das eine Railgun? So was zumindest in die Richtung, also der schießt anscheinend diese Spitzen ab. Gefällt mir. Ob das wollte ich jetzt gar nicht. Dich möchte ich auf jeden Fall behalten. Arbeiter war nicht zufällig nur ein anderer Name für Sklaven, oder? Sklaven? Sie waren ein Haufen von Knackis und Irren, die eine zweite Chance bekommen haben. Ihre Strafen wurden verkürzt und dafür haben sie aus den Tunnels die Stadt am Laufen gehalten. Das hat man eben davon, wenn man mit solchen Wichsern nachsichtig ist. Sie haben den Untergrund der Stadt also mit Verbrechern besiedelt. Brillant. Hier ist nichts. Such weiter vorne. Gefunden! Willst du dafür jetzt vielleicht einen Preis? Komm in die Gänge! Wir marschieren kopfüber in die Scheiße! Du wirst mir nicht mehr lange Befehle geben. Hoffe ich zumindest. Kannst du nicht einfach hier bleiben? Komm, ich schiebe, wir beide hauen ab. Er bleibt hier. Mann, der Typ geht mir echt auf die Nerven. Ah. Ja, diese Zwangsgruppe hier. Ich hoffe, die bleibt nicht lange bestehen, weil ich den Typen nämlich echt gerne die Leviten lesen möchte. Was ihr Wichsköpfe hier vor euch seht, ist der Schmutzpferch! Verdammt, das war kein Witz. Groß genug für 1000 Insassen. Für 28.000, um genau zu sein.
Was ist das für ein Giftmüll? Ein Nebenprodukt der Gammafilter der Stadt. Die Verwaltung hatte hier unten zwischengelagert, während sie die Berge aufgraben ließ, um den Dreck loszuwerden. Nichts als gemeine Scheiße in den Bergen. Naja, die Knastvögel wurden krank, sind gestorben und mutiert und all dieser Kram. Also haben diese debilen, kriminellen Sackratten entschieden, zu rebellieren und die Gammafilter zu zerstören. Keine Filter mehr, kein Giftmüll mehr. Und nichts, um sie vor den Stürmen zu schützen. So weit haben diese Knackis nicht gedacht. Was ist jetzt noch hier unten? Puh, geile Models mit dicken Titten und Gelbfieber. Woher zur Hölle soll ich das wissen? Okay, die Waffe, die wir jetzt gerade haben, ist das die hier? Ja. Können wir da auf jeden Fall mal den Zugriff freischalten und Munition erweitern. Und natürlich auch Munition kaufen. Aber auch unser kleiner Freund hier möchte ein bisschen gefüttert werden. Hier haben wir genug Munition. Ach, was soll's, ein paar Ladungen dazu. Und wir haben immer noch 2000. Dann werden wir uns hier noch ein paar Detonationen zulegen. Und jetzt sind wir wieder einigermaßen pleite. Macht keine plötzlichen Bewegungen. Dieses klapprige Scheißteil wird gleich... Wow! Verdammt! Festhalten! Verdammt! Oh. Verfickte Scheiße! Das Zeug hier... höchst radioaktiv! Wollt ihr euch hier vielleicht noch eine Spülung machen? Oder bewegt ihr jetzt eure Ärsche? Haltet den Atem an! Ob das gegen Radioaktivität hilft? Ich glaube nicht. Ihr Wichser taucht auch immer zum miesesten Zeitpunkt auf! Waffe wechseln, weil gegen die ist, glaube ich, einfach, wenn wir direkt drauf zielen können. Wenn wir direkt drauf zielen können. Komm schon. Ich gehe ein bisschen näher hin. Und jetzt dürfen wir nachladen auch noch. So. Es tut gut, wieder im Spiel zu sein. Hast du das gesehen? Ich empfange nicht das Geringste. Ah, shit! Ich könnte Hilfe brauchen! General, hier lang. Mir nach! Okay, wir sind abgeschnitten. Von den anderen. Ich hab dich gesehen. Oh. Der mich auch. Immer auf die altbewährte Art.
Hey Leute. Schön, dass ihr mir Gesellschaft leisten möchtet. Gelernt ist gelernt. Oh, das kommt mir bekannt vor. Nicht mal vernünftig die Umgebung im Auge behalten. Aber egal, hier unten ist eine Tür, die vermutlich... Fuck! Ich hoffe, er geht jetzt drauf. Eure Ärsche hier runter, ihr Säcke! Es gibt Ärger! Ich finde den Platz hier oben ganz gut. Na los! Ich habe 10 Jahre lang davon geträumt, Serrano umzulegen. Und jetzt rette ich ihn? Du hättest ihn töten können. Die Gelegenheit war da. Ich muss dich hier rausbringen. Etwas wiedergutmachen. Als wir vor Jahren die Wahrheit über Serrano rausgefunden haben, hätten wir in die Außenquadranten verschwinden können und wären sicher gewesen. Aber ich habe dich bis in die dunklen Ebenen geschleift, um den General zu jagen. Ich weiß, Ishii. Das sehe ich anders. Bei deinem Wunsch, Serrano für seine Verbrechen zu töten, ging es niemals um Rache. Es war eine gerechte Mission, um Vergeltung für seine vielen unschuldigen Opfer zu üben. Du hast uns in diese Mission geführt. Unsere Chance auf Erlösung. Und ich wusste immer, dass ich für dieses Ziel sterben würde. So ehrenhaft sind meine Motive nicht. Was auch geschieht, was ich auch sage, wenn ich die Kontrolle verliere. Eins weiß ich. Du bist mein Bruder. Ich bin dir aus freien Stücken gefolgt. Und ich gebe dir nicht die Schuld. Erinnerst du dich an den Novak-Auftrag? Das kleine Mädchen, Novaks Tochter, das ist Trishka. Und ich konnte nicht verhindern, dass Serrano sie tötet. Ich hatte keine Ahnung. Hör zu. Wir werden an Bord des Rettungsschiffs gehen. Aber sobald wir von diesem Dreckslauch runter sind... Skalpieren wir dieses miese Dreckschwein. Ach, Ishii, ich hoffe, dass du deine Menschlichkeit bewahren kannst und die KI nicht die Kontrolle übernimmt. Creeps! Über uns! Hier in Deckung! Ja. Ray! Hinter uns! Ja.
greife an! Hey, die Arbeit ist erledigt, General. Du kannst jetzt aus deiner vollgepissten Feiglingssäcke rauskommen. Ich habe die Säuberung des Schiffs schon immer den scheiß Untergebenen überlassen. Hast du das gehört, Ishii? Unser guter General ist zu einer riesigen Memme mutiert, seit er durch diesen radioaktiven Schleim gewartet ist. Komm schon, in den Tunnel davon. Ich hoffe nur, unser Riesenarschloch passt da durch. Hier ist überall dieser toxische Schleim. Jetzt wissen wir, was die Insassen zu diesen Freaks gemacht hat. Einen Scheiß wisst ihr! Du bringst hier Bürger der Konföderation um, Junge! Die Touristen, die das Evakuierungsschiff verpasst haben, sind hier runtergekommen, um sich vor den tobenden Knackis an der Oberfläche zu verstecken. Mein Gott. Du hast vielleicht gerade eine nette Lehrerin umgelegt. Eine Mutter von drei Kindern. Du solltest lernen, die Freude in deiner Stimme besser zu verbergen. Serrano. Nur solange es nötig ist.